Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Hoyerstadt-Nussdorf. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident, Frau Bundesministerin, Hohes Haus. Ja, zu dieser doch späten Stunde noch einmal kurz zum Unternehmensserviceportal. Ich glaube, dass es durchaus, und da sind wir uns ja alle einig, ein guter Schritt in die richtige Richtung ist, wenn wir hier es einfacher machen, Unternehmen zu gründen. Und ich glaube, dass das Once-Only-Prinzip ein erster Schritt hier sein kann. Aber wir müssen da natürlich noch ganz, ganz viele folgen lassen. Wenn wir uns anschauen, dass man in Estland innerhalb von 24 Stunden ein Unternehmen gründen kann, dann sieht man, dass es hier durchaus einige Dinge noch gibt, die wir besser machen müssen und wo das der erste Schritt sein kann, aber noch lange nicht der letzte. Wir haben aber auch in diesem Tagesordnungspunkt in der Verhandlung einen unserer Anträge drinnen, wo ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum die Bundesregierung hier nicht mitgeht. Hier geht es insbesondere darum, dass wir die Gelder, die das Bundesministerium zur Verfügung hat im Digitalisierungsfonds, so dafür nutzen können, dass wir hier bestmöglich auch auf Open-Source-Infrastruktur zurückgreifen. Also Open-Source-Software nutzen, um hier im staatlichen Bereich auch möglichst sicher zu sein, um möglichst schnell auf Angriffe reagieren zu können oder auf Sicherheitslücken reagieren zu können und die auch weiterzuentwickeln. Weil wir gerade auch in den letzten Monaten immer wieder gesehen haben, dass die Lösungen, die von der Bundesregierung kommen, weder sicher noch besonders effizient sind. Ich erinnere an verschiedenste Beispiele, die wir gehabt haben, ob das das Kaufhaus Österreich war, was schon sehr oft zitiert wurde, ob das die Impf- und die Testanmeldung war. All diese Plattformen haben allesamt meistens nicht funktioniert und waren höchst teuer. Und in all diesen Bereichen gibt es auch oft eine Open-Source-Lösung, die da liegt. Wir haben ganz aktuell das Thema Grüne Pass, wo wir auch wieder viel zu spät waren von Seiten der Bundesregierung. Und auch hier gab es die Möglichkeit, einfach auf eine Open-Source-Lösung zu gehen. Beispielsweise eine in Österreich entwickelte auf der FH Hagenberg, die großartig gewesen wäre, die schnell einsatzfähig gewesen wäre und womit wir uns sehr viel erspart hätten. Darüber hinaus ist natürlich auch das Thema Sicherheit immer ein großes und gerade diese Open-Source-Lösungen sind halt viel besser geprüft, weil halt verschiedenste Personen, die sich damit auseinandersetzen, hier den Code testen und dementsprechend in laufend weiterentwickeln, wir hier auch Weiterentwicklungskosten sparen und dementsprechend das durchaus etwas Sinnvolles wäre, sinnvoll einerseits im Sinne der Sicherheit, aber auch im Sinne der Effizienz. Es geht doch um das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und dementsprechend würde ich mir sehr wünschen, wenn die Regierungsparteien noch einmal in sich gehen und vielleicht ihr Abstimmungsverhalten hier ändern. Dankeschön.